Ja, servus, grüße und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ja, ich bin wieder geladen. Ja. Jetzt muss ich schauen. Auf mein Handy, ich habe wieder eine Nachricht bekommen. Anscheinend von meinem Geschäftspartner. Ja, guten Morgen, Hannes. Ich habe deine Nachricht gerade gekriegt. Ich habe an Charlie Bescheid gegeben. Er ruft bei Kenwood, dass du 3 bzw. 2 Lastwagen brauchst, weil wenn die Fahrerinne mit den deinen fährt. Und er wird dir dann Bescheid geben, ob es Vorführer werden oder ob es Neuwagen werden. Ich habe mir gesagt, also dir bestellen, was du hast. Also den gleichen Lastwagen hast, bestellen, was du. Bitte sagen. Na dann, wünsche ich dir was. Servus. Ah, okay, wisst man Bescheid. Servus Hannes, da ist immer der HP, da, der Charlie hat mir gerade eine Rückmeldung gegeben. Die Lastwagen sind bestellt und er war der Meinung, du sollst dir 3 selber finanzieren, aber ich werde mir das mal durchrechnen, dass ich da wieder ein bisschen ein Geld aufschicke nach Dallas. Mal, mal schauen, wie ich das umstelle, weil wir selber haben wir auch für Houston Lastwagen bestellt. Aber gerade, dass du weißt, die 3 sind bestellt, aber du musst jetzt erst selber jetzt ein bisschen finanzieren. Ja, okay, ich wünsche dir was. Servus. Aha, weiß ich Bescheid. Okay, alles klar. Kommissar. Ja, wie gesagt, die LKWs sind schon bestellt. Alle hat es bestellt. Ich hab's gerade überwiesen. Die Fahrzeuge schon gleich abgezahlt. Und. Ja. Und ich sage nochmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos mit der Story. Ja, ich war jetzt so gerade ein wenig am Überlegen, was muss ich für einen HP-Geschäftspartner so einen Drum kaufen. Ich dann höchstpersönlich nach Houston rauf, dass er dann mit dem fahren muss. Ich glaube, mit seinem kennen wird. Na, Spaß zur Seite. Ja, wie gesagt, wie geplant, meine Folge kommt jetzt aktuell Dienstag und Freitag raus vom ATS. Jo, Depart. Wir fahren Richtung Houston, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da gehen wir dann die Firma hin, Houston, weil ich muss ja dann da aufpfeifen. Jo, dann schauen wir schnell mal rein, was im so Angebot ergibt, die Frachtmarken in Houston. Kann ich da in online nachschauen. So, hopp, halt, stopp, was haben wir? Aha, 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 da. Oh ja, das geschieht aus. Ja, da haben wir was. Das passt dann uns voll super rein. Das können wir dann nehmen. Würde ich dann sagen, in Houston, wo wir angekommen sind. Jo, dann muss ich mal geschwind auf die Bank zahlen. Weil. Erledigt. So, Licht haben wir eh eingeschaltet. Aufnahmetaste habe ich diesmal gedrückt. Die Papiere habe ich schon. Right turn ahead. Gut, fahrt eh keiner. Gut. Turn right. Ja, ja, da musst du nicht hetzen, Kollege. Mit meinem Hund war ich auch Gassi. Right turn
ahead. Ja, ja, warte ein wenig. Wo ist? Turn right. Irgendwo draus, hä? Turn left. Jo. Wenn ich mir jetzt gleich noch mit einschalte, dann weg, bis gleich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Dieselfreunde und meine lieben Sportsfreunden. So, jetzt auch wieder rückwärts rausrangieren. Ich weiß, ich kann rundum fahren. Aber für was denn auch, war ein Profi-LKW. Also ich bin kein echter LKW-Fahrer in Real Life. Aber im Game hat man das also. Ein Profi am Steuer. Lassen wir jetzt drum. Da oben käme, jawohl. Rechts und dann links. Jo. Grüße gehen natürlich an dieser Stelle an meine Abonnenten raus, die was schon länger dabei sind. Danke dafür, dass ihr den Weg hergefunden habt auf meinem Kanal. Und natürlich an die neuen Abonnenten, die was neu dazugekommen sind. Danke dafür, dass ihr den Weg hergefunden habt auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ich kann euch sehr gut unterhalten mit meinen Videos, mit meiner Story. Und wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert mich, nutzt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neues von mir. Und ja. Go straight on. Ja, auf geht's nach Houston. Schauen wir mal, dass der. Keep left, exit left ahead. Schauen wir mal, dass mein Geschäftspartner zu Hause ist in der Firma. Take the exit left. Soll schon mal einen Kaffee aufsetzen für mich. Ich
komme heute noch an, meine lieben Dieselfreunde. Ja, jetzt fahren wir mal wahrscheinlich hier schon über die Brücke drüber, was man da jetzt im Video gesehen hat. Wirklich sensationell. Muss ich wirklich sagen, cool gemacht. Hä? Jo. Natürlich habe ich gestern im Real Life im ATS Experimental Beta Version 1.50 probiert. Bin zweimal, dreimal, viermal abgestürzt, hat mich das Spiel rausgeworfen. Ja, ich weiß. Beim fünften Mal habe ich es gecheckt. Und zwar, wo ich meinen Livestream mache, bei diesem Profil, habe ich noch die Mods drin gehabt. Und habe vergessen, die Mods rauszutun. Dann sehe da, funktioniert. Jo. Was ein bisschen was geändert, also ja, mehr verrate ich euch dann noch, wann die offizielle Version heraus ist. Aber ich hab schon, mir schwankt schon was im Kopf um und um. Aber das verrate ich erst dann, wann die offizielle Version da ist. Was ich mir auch schon gefreut ist, die 1.50. Das neue DLC Nebereska im ATS. Und da schwebt mir schon was im Kopf. Aber das verrate ich noch nicht, das muss ich noch mit dem HP abklären. Dass das für ihn auch passt. Aber wie gesagt, mehr verrate ich euch nicht. Soll ja noch ein Geheimnis sein. Keep left, left turn ahead. Jo. Eieieiei. Aber so, was wirklich anders ist bei der 1.50, kann ich euch jetzt schnell sagen, weil wir jetzt stehen. Und zwar, das Menü ist komplett anders. Wenn du jetzt Frachten aufnehmen willst, das sieht man dann da nicht mehr. Da hast du dann oben so eine Leiste, da oben ist dann so eine Leiste, da kann das ein Haus einzeichnen und ein paar Striche, da kannst du dann ins Menü anklicken, was du das brauchst und so weiter und so fort. Und ja, das Menü ist halt auch anders und ja. Da wird es ja dann lustiger werden für mich, weil alles die Umstellung ist für mich. Aber ich gehe auch noch hin. Turn left. Ah, ich hasse die Rotphasen. Im Dieselfreunde. Ich konnte ein bisschen da auf jeden Fall. Wegen der Uploadzeit. Ja, tanken muss ich auch noch. Werden wir Justen machen. Werden wir mal Besuch abstatten. Jo. Ihr habt das eh schon mitgehört. Die Nachrichten, also die Sprachnachricht von meinem Geschäftspartner. Ich hoffe, dass die LKWs schon am Hof stehen. Und der Firmenlackierung. Weil dann kann ich die LKWs gleich einteilen. Ich habe jetzt das eine Problem, weil ich muss mit meinem LKW zu mir nach Hause fahren. Mit einem Trailer. Nicht mit dem Flachbett-Trailer.
Kaffeeaufschluss da. Sorry dafür. Jo. Aber schauen wir mal. Eins nochmal. Ja, ich bin heute auch ziemlich fleißig unterwegs. Von den Kollegen her, was gibt es da zum Berichten? HP on Tour, also mein Geschäftspartner hat auch ein Video rausgebracht. Er ist auch wieder unterwegs Richtung Houston oder Dallas, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und sehr schöne Folge, mach weiter so. Grüße gehen natürlich raus von mir und heute die Schuhstange sauber. An die restlichen Kollegen, Grüße gehen natürlich an alle raus von mir und heute die Schuhstange sauber. Jo. Keep left, left turn ahead. Ja, wir fahren ja schon links vom Rennen um die Kamera. Lass mal. Turn left. Was ist mit dir? Meine Güte. Wappla, hey. Bleib bei der grünen Ampel stehen und jetzt. Und jetzt, wie man sitzt irgendwas vor der Parade um mich. Jawohl, jetzt bin ich grün. Außer mit der KI kannst du dich da ein bisschen ärgern. Ich hoffe, dass wenn es bei der nächsten Version besser wird mit den KIs. Oh na ja, machen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Was ich schon wieder gehört habe, dass der HP wieder eine Niederlassungsstelle gründen möchte. Keep left, left turn ahead. Turn left. Ist er da sicher? Schauen wir mal. Mal schauen. Right turn ahead. Ah, da wäre auch ein schöner Parkplatz. Turn right. Jojo, tu mich nicht hetzen, Herr Hummer. Sowas war ja auch gern, das Fahrzeug. Das Fahrzeug war auch geil. Das war uns vor. Aha, will er mich auch hängen? Also, Fahrzeug war schon lästig, ja.
Eieieiei. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir so ein Fahrzeugerl. Oh, wer weh. Ah ja, tanken muss ich hier auch noch. Ich glaube, dass die Folge länger wird. Mal schauen. Heute bin ich ja im Stress. Weil, wenn ich im Stress habe, dann muss der Spiel zu Hause sein in der Firma und einen Kaffee aufsetzen für mich. Dann werde ich ihm auch sagen, dein Camelot 100er Edition. Den muss ich wegpacken und einen neuen kaufen. Der auch einen selben Camelot hat wie ich. Aber er liebt ja Oldschool Quarks. Der HP. Und Quarks sind schon was Besseres. Mit den neueren LKWs haben jede Features, was du nicht brauchst. Jetzt haben wir überholt, ja super! Nö, geh weiter! Oh nö! Laufen wir jetzt oder was? Keine Ahnung. Wenn sie halt nicht Gas geben, die Wackers. Jawohl, Gott sei Dank. Da haben wir eh gleich einen Houston, Gott sei Dank. Ja, ich weiß, schreibt man da gleich mal die Orange-Lichter ein, weil da sind sie empfindlich, die Cops. Der FBI, je nachdem. Nennen. Ja, wie gesagt, ATS kommt jetzt aktuell am Dienstag raus und am Freitag. ETS kommt dann am Donnerstag und Samstag raus. Ja, meine lieben Dieselfreunde und meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neueres von mir. Däumchen nach oben geben, kommentieren nicht vergessen und so weiter und so fort. Stay in the right lane. Ich bleib eh schon rechts. Für Problem. Bremsen passt da, so wie ich mir sie eingestellt habe. Weil. Ja, ist so. Ich habe ein bisschen Problemchen gehabt mit den Pedaleneinstellungen, aber. Hat dann schon passt. Ja, jetzt sind wir eh gleich beim Kunde. Dann fahren wir noch gemeinsam, haben wir dann gedacht, uns in die Hauptzentrale. Wir haben gleich einmal einen Charlie feigen und einen
Mein Geschäftspartner, sagen wir ihm gleich so, Kollege, gell? Die kaufen jetzt den gescheiten Freightliner. Stay in the left lane. Und so weiter. Weil. Ich hoffe, du meinst den links. Da haben wir dann einen gescheiten Freightliner gekauft. Und. Mein Kern wird das Ersatzauto hernehmen. Ah, da wird er wieder lustig. Und da wird er wieder locker. Da wird er gleich wieder mit mir wieder schimpfen unter HP. Kennen wir. Dann kriege ich wieder Kämpfte, du schimpft. Ah, Spaß zur Seite. Ein wenig Späßchen gehört dazu. Wenn man keinen Spaß macht, dann vergeht die Zeit nicht. Ich weiß, ich fahre unter 60. Warum fahre ich unter 60? Weil sonst kriege ich den Titel Schnellfahrer des Jahres im Konzern. Der HP, der hat ja den Spitznamen von mir gekriegt. Schnellfahrer des Jahres. Und ich tue nämlich Sprit sparen, weil an die Raststätten kostet der Sprit einiges teurer wie bei uns in der Firma. Keep right, exit right ahead. Wie? Take the exit right. Bleib schon links. Turn left. Oder ist es separaten? Aha, ich habe wieder noch recht gekriegt. Wollen wir mal noch nachher anschauen. Nimmt noch rechts. Ja. Jawoll, und da haben wir schon wieder die Rotphasen. Der hat Schuld. Ihm habe ich jetzt die Rotphasen. Asse ist. Wir haben nicht gar ein bisschen zurückkehren müssen. Jo, da haben wir stehen geblieben. Wegen Späßchen machen. Späßchen gehört dazu. Aber nicht. Ich sag, was gehört dazu? Keep left. Sorry dafür. Ich weiß nicht warum und weshalb. Immer wieder dieses. Selbe Problem. Ja, dann fahren wir da mal um. Mich.
Ja, ich werde jetzt euch nicht mehr mitnehmen zu unseren Firmen-Dispo. Wie gesagt, deswegen, was vorhin nein war, tut mir sehr leid, ich weiß nicht wegen was, dass er jetzt wieder von vorn gehabt hat, mein Computer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Könnt ihr mir das gerne unter den Kommentaren reinschreiben. Und so weiter und so fort. Turn right. Ja, meine lieben Sportsfreunden. Ich werde jetzt hier stehen bleiben. Ich werde hier das Video beenden. Und ja. Das Green in Anini dürfen wir nicht vergessen. Ja, meine lieben Dieselfreunde, ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Und wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert mich. Drückt die Glocke und verpasst ihr nichts Neueres von mir. Jo. Soviel zu diesem Thema. Und jo. HP, ein Ehrenhupper geht mal raus. Und wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neueres von mir. Und kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, Däumchen nach oben geben nicht vergessen. Ja, und ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst mal ein Abo da, Kommi, Däumchen wert Räumchen. Ciao, ciao, euer Hannes.